Leute, ich habe ein aufgebrauchtes Video für euch und schaut euch mal die Tüte an. Die explodiert aus allen Nähten fast. Und ich freue mich schon drauf, euch die Sachen zu zeigen. Ich wollte eigentlich noch bis zum Wochenende hin warten. Wir haben heute den 28., den Donnerstag. Und ich war heute schon sehr, sehr fleißig und war unterwegs. Und ich habe mir gedacht, okay, es ist noch genug Licht da, wir haben es noch nicht so spät. Also mache ich noch das aufgebrauchte Video. Ich freue mich voll. Ich bin so voller Euphorie, euch die Sachen zu zeigen, weil ich meine, schaut euch das mal an. Das ist abnormal. Abnormal. Auch wenn ich es abnormal finde, fangen wir mal an. Ich weiß, das ist ein weihnachtlicher Badezusatz. Das ist wollige Winterwärme von TTSept. Aber ich wollte das unbedingt leer machen. Das ist durch die Hitze schon so flüssig worden. Und da war nicht mehr viel drinnen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, brauch's einfach auf. Ups. Das hat so geil nach Winter gerochen. Ich meine, jetzt passt es überhaupt nicht in die Jahreszeit. Aber ich fand das so geil vom Duft. Ich glaube, ich habe auch noch ein Backup. Das riecht so mega. Und ich hoffe, dass die Sommer-Limited Editions bald auch limitiert... Was rede ich für eine Scheiße? Ich bin so am Hyperventilieren, dass ich lauter Mist rede. Chill deine Base. Ganz langsam. Denken, bevor man spricht. Also, die Limitierten, da gibt es einen Kokos und ich glaube einen Pfirsich. Ich weiß nur, das eine ist blau und das andere ist rosa. Da gibt es auch aktuell Duschgels davon und ich warte aber, bis die reduziert sind. Ich habe mir die Wintersachen nämlich auch reduziert gekauft. Zahlt sich, finde ich, mehr aus. Da warte ich lieber, wenn ich eh weiß, die TTSept-Sachen werden reduziert, dann warte ich doch, bis die Sachen auch dann günstiger sind. Muss ich mir ja nicht jetzt schon kaufen. Winter habe ich aber noch ein paar. Also ich bin gespannt, was heuer dann rauskommt im Winter. Ob sie dieselben nochmal rausbringen oder andere, weil das habe ich, glaube ich, noch einmal zu Hause. Einmal oder zweimal. Lippenpatches habe ich da zwei aufgebraucht. Die habe ich euch erst in dem Haul-Video gezeigt. Das sind die von Cadea Vera, von der Müller Eigenmarke. Ich muss leider sagen, ich kneif's hier, das auch. Ich muss leider sagen, ich fand die nicht so gut. Ich meine, ich habe noch ein paar Backups davon. Aber ich weiß nicht. Also ich finde, das hat nicht so gut auf der Lippe gehalten wie jetzt die von Action. Die von Action, finde ich, haben viel besser auf der Lippe gehalten als die von Cadea Vera. Aber mal schauen, ich habe ja davon noch ein paar Backups. Ich meine, ich muss sagen, bei denen bin ich nur im Bett gelegen und habe nichts gemacht. Und bei den anderen bin ich in der Wohnung rumgegurkt. Also vielleicht hat es an denen gelegen. Aber die werde ich auf jeden Fall nochmal probieren. Die kaufe ich mir ja jedes Mal nach. Und die habe ich eh noch als Backup und die werde ich nochmal probieren. Ein paar Tuchmasken zeige ich euch mal, weil dann haben wir mal ein paar größere Dinge, die ich euch zeigen kann. So, eine Glow-Ampulle von Cadea Vera habe ich aufgebraucht. Die liebe ich. Also es gibt nichts um diese Ampullen. Ups, da habe ich noch zwei. Ich habe einmal noch die Ingwer leer gemacht und die Hanf. Von der Hanf habe ich leider keine Backups mehr. Weil die fand ich gar nicht schlecht. Also die Hanf-Ampulle war, finde ich, sehr, sehr gut. Aber die gibt es leider nicht mehr. Und die Ingwer, die habe ich Gott sei Dank in Hülle und Fülle noch, weil die liebe ich. Jetzt gibt es auch aktuell eine neue, die heißt Niacinamid. Die gibt es jetzt ganz neu. Habe ich mir zwei gekauft und habe ich eine schon verwendet. Die finde ich auch gut. Die finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich muss mir noch unbedingt welche holen. Das mache ich vielleicht morgen oder übermorgen, weil ich bin dann ja in Urlaub. Zwei Wochen, ich freue mich schon so drauf. Da werde ich mir dann noch ein paar kaufen, weil ich habe so einen Coupon auf der Müller-App, wo man da 1 plus 1 gratis bekommt. Also werde ich mir noch ein paar bunkern. Vielleicht nehme ich mir auch die Nacht noch einmal. Die mit Lavendel. Ich mag ja eigentlich keinen Lavendel, aber vielleicht kaufe ich mir die trotzdem nochmal. Weil ich fand die eigentlich gar nicht schlecht. Eine Tuchmaske habe ich leer gemacht. Ich weiß es, Holika, genau. Von Holika. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht gewesen von der. Mich kneift irgendwie mein BH. Boah. Ich war ein bisschen enttäuscht von der leider, weil die hat nicht ganz auf mein Gesicht gepasst. Ich liebe die Verpackung davon, also die Verpackung ist mega schön, aber sie hat irgendwie nicht auf mein Gesicht gepasst. Also ich weiß nicht, was damit schiefgerannt ist. So wie mit der hier, die hat auch nicht ganz auf mein Gesicht passt. Das ist von The Cream Shop eine Tuchmaske gewesen. Ich liebe die ja eigentlich, das war die Pfirsich. Aber die war sautrocken, also die war total trocken. Ich habe die nur 5 Minuten oben lassen können, weil der Rest, der dann noch feucht war, war dann auch trocken. Ich habe dann noch, glaube ich, eine habe ich auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, ob ich noch Backups habe davon. Ich werde die nächsten Monat wieder verwenden und bin gespannt, ob das mit der auch so ist. Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich die Pfirsich jemals probiert habe.
kann ich euch echt nicht sagen, ob ich die jemand schon mal aufgebraucht habe. Und ob es vielleicht ein Produktionsfehler war und nur an dem Pfirsich liegt. Ich weiß es nicht. Badezusätze habe ich auch wieder leer. Gleich zwei. Einmal den Balea. Diese Badeperlen kaufe ich mir immer wieder. Und einmal von Trestle Tracklemoon den Grapefruit. Den habe ich, glaube ich, sogar noch als Backup. Ich muss mal wieder welche herrichten. Ich freue mich schon drauf. Auf meine Lippenmasken, die ich herrichten muss, auf meine Badezusätze, auf meine Creme- und Tuchmasken. Ich freue mich schon so voll drauf. Noch eine Hydrogel habe ich aufgebraucht, eine Lippenmaske. Die mag ich auch. Das war auch eine von Action. Die ist auch mega geil. Eine Augentuchmaske habe ich auch aufgebraucht vom Balea. Und ich glaube, die gibt es nicht mehr. Ich habe heute nämlich nochmal nachgeschaut und habe sie nicht wiederentdeckt, leider. Weil ich fand die mega gut. Wie lange gibt es die schon nicht? Ich war schon ewig nicht mehr bei einem DM und habe gar nicht mitbekommen, dass es die nicht mehr gibt. Ich könnte kotzen. Ich habe noch Gott sei Dank ein Backup. Aber die war echt gut. Und ich bin traurig, dass die nicht mehr gibt. Ich habe mir jetzt zwei andere von Action mitgenommen, aber wer weiß, ob die auch so gut sind. Meine Kollegin ist von denen begeistert, aber mal schauen, ob ich auch die mag. Eine Balea Tuchmaske habe ich auch wieder leer gemacht, die Melone. Wisst ihr ja eh, die liebe ich. ich mag die Melone von Balea sowieso. Eine Crememaske habe ich auch leer. Das war die Macaron-Maske von Cadea Vera, die liebe ich auch. Das wisst ihr ja eh, kennt sie eh schon auswendig von mir. Die mag ich auch sehr gerne. Habe ich aber, glaube ich, nur noch wenige Backups. Noch ein Badezusatz habe ich leer. Den habe ich mir so gebunkert. Ich weiß nicht, ob ihr schon das Haul-Video gesehen habt, aber den habe ich mir gebunkert. Und ich bin stolz, dass ich das gebunkert habe, weil ich liebe den. Das ist von Terra Naturi, dieser Fall-in-Lemon-Badezusatz. Der duftet nach Zitrone und Buttermilch. Perfekt für mich. Augenpads von Balea, also Hydrogel-Augenpads von Balea habe ich auch wieder leer. Ich mag die, also ich finde die super. Ich benutze die so gerne, ich kann wirklich nichts Negatives über die sagen. Dann habe ich zweimal No Stripes aufgebraucht von Primark waren die. Ich finde die aber nur so semi-gut, aber ich habe noch ein paar, also schauen wir mal, ob ich meine Meinung ändere. Under-Eye-Pads von Action habe ich noch leer gemacht. Ich muss die öfter benutzen. Ich habe so viele gekauft. Ich muss wirklich von denen zwei, drei immer monatlich verwenden, glaube ich, weil ich habe so viele gekauft. Ich glaube, zweimal habe ich die leer gemacht. Werdet ihr dann eh sehen. Eine Verpackung von dem war sehr trocken auch. Ich weiß nicht, was damit los war. Aber ich mag die eigentlich. Das wisst ihr ja. Dann habe ich noch ein paar Tuchmasken. Ein Badezusatz werfe ich da noch ein. Den mag ich überhaupt nicht. Den habe ich auch Gott sei Dank nicht mehr. Das war jetzt mein letzter. Hoffe ich jetzt mal. Ich sage nicht wieder, es war mein letzter und es war wieder nicht. Aber den mag ich überhaupt nicht. Würde ich mir nicht nachkaufen. Balea Milky Kokos Tuchmaske habe ich auch leer gemacht. Die liebe ich. Und ich glaube, ich habe noch Backups davon. Ich glaube. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich finde die wirklich gut. So. Noch Coconut Kiss Hydrogel Lip Patch habe ich auch aufgebraucht. Liebe ich ja auch total. Ich liebe den Duft von den Dingen. Ich habe mir schon wieder welche gekauft. Ich habe es von einer anderen Filiale herschicken lassen. Auch die Kirsche noch einmal. Und ich glaube, jetzt hat es keine Filiale mehr. Ich glaube, jetzt hat fast keine Filiale mehr diese Lippenpatches. Aber ich liebe die. Also das sind die ersten von der Eigenmarke, die ich gut finde. Und ich finde es schade, dass gerade die limitiert waren. Aber vielleicht kommen ja dann nächstes Jahr andere Limited Edition raus. Würde ich auch cool finden. Dann habe ich eine Tuchmaske leer gemacht und ich habe die so gerne verwendet, weil schaut euch mal, wie verdammt gruselig das ausschaut. Die Verpackung ist mega süß, aber die Tuchmaske war verdammt gruselig und ich habe die so geliebt. Ich habe den Stefan nämlich damit zigiert. Das war ja die, die ich extra gekauft habe, um ihn nur zu nerven. Ich habe mich dann noch extra ins Bett gelegt und die noch oben lassen, damit ich ihn richtig nerven kann damit, weil er hasst Tuchmasken. Egal, ob es nur so weiße sind, so wie die, er hasst Tuchmasken einfach. Er kann diese Dinger nicht leiden. Er findet das ja auch witzig, wenn ich mit solchen Lippenpatches im Bett liege. Das findet er auch furchtbar. Aber die habe ich nur gekauft, um ihn zu nerven, weil die so verdammt gruselig ausgesehen hat. Und er wollte unbedingt, dass ich mit einem Eyeliner mir Augenbrauen male. Habe ich gesagt, nein. Die habe ich auch leer gemacht. Ich weiß jetzt nicht mehr, von welcher Marke das war. Das habe ich leider weggeschnitten. Ich, kleiner Junkie, habe nur den Panda aufgehoben. Ich, kleiner Vollpfosten. Den habe ich da so reingesteckt. Panda. Die fand ich aber exakt auch nicht so gut. Die fand ich nicht so gut.
würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. Ich fand den Duft jetzt nicht so gut und sie war von der Feuchtigkeitspflege irgendwie nicht so berauschend. Dann habe ich Augenpads leer gemacht, die ich mir ja vor kurzem erst gebunkert habe von Primark. Und ich kann euch ein Foto einblenden, wie die ausschauen. Ich finde das Design so, so mega schön von denen. Und ich habe ja urviele mir gekauft. Und ich hoffe, dass ich nochmal zum Primark komme und noch einmal welche um 1 Euro erwische. Aber ich finde die, ich meine, das Design, da sieht man es nicht so. Ihr habt das eher im Blende gesehen. Aber ich liebe die. Die sind auch eher so, nicht so Hydrogel, sondern wie eine Tuchmaske sind die. Und ich liebe die. Die sind mega. Eine neue Liebe habe ich auch aufgebraucht. Meine Mundspülung von Colgate. Ich war heute beim Beep und habe vergessen, mir die mitzunehmen. Mache ich, glaube ich, morgen, was ich alles morgen machen will. Und ich muss aber arbeiten auch noch. Die heißt Tea and Lemon. Ich finde die geil. Ich habe jetzt wieder eine in Verwendung von denen und ich muss mir die unbedingt nachkaufen, weil die ist mega. Die ist mega. Löst ein bisschen meine Terra Naturi ab und die von der Eigenmarke. Löst es ab. Ein Duschgel habe ich auch leer gemacht. Das war vom Stefan, der hat mir das als Geschenk einmal, da hat er so einen riesen Aufbau gemacht mit Kerzen und so und hat mir ein Duschgel geschenkt und ich fand das so süß, aber ich fand das Duschgel furchtbar, so. Der Spruch war süß, aber das war so eine Naturkosmetik, hätte nach Lotus oder so riechen sollen, glaube ich, ja, Lotusblüte, aber das war ganz furchtbar, also das war ganz furchtbar. Es war aber urlieb, dass er mir das gekauft hat. Einen Aveo Wasserspray habe ich auch aufgebraucht, den Kokos, der ging leider sehr schnell leer und leider gibt es den nicht mehr. Und das finde ich dämlich, dass es den nicht mehr gibt, weil ich fand den gut. Ich habe Gott sei Dank noch ein Backup, aber ich benutze den, ich weiß noch nicht, wann ich den verwende, ich will den gar nicht aufbrauchen, den Kokos den nächsten. Ich meine, ich sollte, weil dann hätte ich mehr Platz, weil den Melone habe ich ja nicht vertragen, der steht noch immer da, den sollte ich morgen vielleicht mitnehmen, aber den fand ich gut. Und den gibt's nicht mehr. Eh klar. Ein Duschgel habe ich auch leer. Da sind mehrere Duschgele drin, nur so zur Vorwarnung. Von Nivea das Melone, Minze, Kokosmilch habe ich aufgebraucht. Ich habe Gott sei Dank noch ein Backup, weil ich liebe die Nivea Duschgele. Ich liebe die. Die sind mega. Kann ich nur empfehlen. Also ich mag die sehr, sehr gerne. Dann habe ich eine Seife leer gemacht. Das war, glaube ich, jetzt mein letztes Backup von diesen Fahrseifen. Ich mag die. Aber ich würde die mir in dieser Größe nicht nochmal kaufen. Würde ich wirklich nicht. Die Nachfüllungen finde ich nirgends. Ich habe beim Bieber heute geschaut. Beim DM, glaube ich, habe ich vergessen. Aber ich finde nirgendwo die Nachfüllung. Und das finde ich urschade. Vielleicht wechsle ich einfach wieder zu Aveo wegen den Nachfüllungen. Weil ich will weniger von den Dingern da haben, sondern mehr die Nachfüllungen. Aber die war gut. Also die Kokos war eine von meinen Lieblingen. Und diese Orangene, glaube ich, die fand ich auch gut. Aber es ist halt viel zu wenig drin, das Ding geht so schnell, ja? Besonders wenn man zu zweit einen Haushalt hat, sage ich jetzt einmal. Ach, der war auch so furchtbar. Das war ein Rasierschaum von Balea Peachy Rose, den mochte ich überhaupt nicht vom Duft. Ich war so froh, dass das leer ist. Bäh, mochte ich nicht. Fand ich echt schrecklich. Fand ich, sorry, jetzt habe ich die Kamera bewegt. Fand ich wirklich schrecklich. Würde ich mir, also gibt es eh nicht mehr, aber ich habe mir da, glaube ich, zwei oder drei mit, zwei, glaube ich, waren es. Und ich habe die jetzt endlich leer, weil ich fand den Duft, na, das war wirklich nicht meins. Also, da bin ich nicht so traurig, dass es den nicht mehr gibt. Noch zwei Duschgele habe ich auch leer gemacht. Einmal das, wie mache ich das jetzt am gescheitesten? Einmal das Fahr, das Energizing Me Time. Ich habe das heute schon zweimal gesehen. Einmal beim Bieber und einmal beim DM. Ich habe mir das aber beim Müller um 1 Euro gekauft und leider habe ich das, ich war glaube ich in zwei Müller-Filialen schon. Bei den einen habe ich leider vergessen nachzugucken, ob es das noch gibt. Aber ich will mir das unbedingt nachkaufen und ich habe überlegt, ob ich nicht warten soll, dass beim Bieber auch um 1 Euro oder so reduziert ist. Das riecht so geil. Ich habe mich so in dieses Duschgel verliebt. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal wieder so ein Fahrliebhaber, kann man das so sagen, wieder werde. Aber das riecht so geil, ich liebe das. Das riecht nach Orangen und schwarzen Johannisbeeren. Und ich liebe dieses Duschgel. Ich brauche das unbedingt noch einmal. Aber ich will halt nicht, ich meine 1 Euro ist deppert, wenn ich mich über 19 Cent beschwere, oder? Beim Bieber hätte ich das um 1,19 Euro bekommen und beim DM habe ich jetzt gar nicht genau geschaut. Aber ich will mir das unbedingt nochmal nachkaufen, weil das fand ich wirklich gut. Das war echt gut. Da
Das war auch sehr gut. Das habe ich mir damals in Budapest gekauft beim Rossmann. Und gute Nachrichten, also für mich zumindest. Ich bin wieder in 2 Wochen, nicht ganz 2 Wochen, bin ich wieder in Budapest. Ich will mir aber nicht die nachkaufen. Ich finde es nicht. Ich weiß nicht, ob ich es euch im letzten... Nein, ich habe es gefunden. Yay! Ich habe mir die beiden ja damals... Nein, Blödsinn, stopp. Ich habe mir das damals in Budapest gekauft und wollte ja unbedingt die Sana-Duschgele haben. Unbedingt. Habe aber dann gesehen, dass sie die eigentlich auch hatten. Diese Body Butter Wash von Palmolive. Diese Coconut Joy-Dinger da. Also nicht nur Coconut Joy. Da gibt es ja so viele verschiedene. Ich habe ja dieses Minze geliebt, weil das nach After Eight gerochen hat. Das Kokos habe ich geliebt. Das war so gut. Das war so gut. Boah. Ich habe das so geliebt. Und ich bin so traurig, dass das leer ist und dass ich das nirgendwo mehr nachkaufen kann. Und ich hoffe, dass es die in Budapest gibt, weil dann werde ich mir nur die kaufen. Weil ich an die halt nicht rankomme. Da habe ich Gott sei Dank jetzt noch ein Backup. Vielleicht würde ich mir da eines noch mitnehmen. Ich habe aber eigentlich bräuchte ich keine von den Isana, aber ich habe die Melone auch noch zu Hause. Ja, also bräuchte ich von den Isana eigentlich keins. Ich habe das noch als Backup. Ein Vitamine, glaube ich, habe ich noch. Und irgendeins habe ich noch als Backup. Ja, aber das, ich finde es trotzdem gut. Ich weiß auch extra gar nicht, ob es das noch gibt. Ich kenne mich damit ja nicht aus, weil wir es ja in Österreich nicht haben. Aber das war gut. Ich habe Gott sei Dank ja noch ein Backup. Also dem muss ich jetzt nicht so hinterher trauern. Aber dem traue ich halt wirklich hinterher. Das ist eines der besten Duschgele, die ich jemals hatte. Das Minze überhaupt, das war ja wie After Eight, habe ich hier schon gesagt. Aber das Kokos, das na. Also wenn, ich kaufe mir jedes nach zweimal. Mindestens zweimal, wenn ich in Budapest bin. Ich hoffe, dass es die dort noch gibt. Ich hoffe es wirklich. Enttäuscht mich nicht, Budapest. Meine Reinigungstücher habe ich auch aufgebraucht. Die Hanf. Das Grünzeug. Es gibt aber jetzt aktuell neue und die will ich mir auch unbedingt kaufen, weil ich finde die, weil sie ja 60 Cent nur noch kostet haben, würde ich jetzt nur noch für den Schminktisch verwenden, damit sie einfach leer werden. Ich mag sie trotzdem noch, aber meine sind so komisch trocken in letzter Zeit. Vielleicht ist das die Hitze, wenn man sie einmal offen hat, dass die so schnell austrocknen, aber ja, wie gesagt. Die restlichen werde ich verwenden für meinen Schminktisch, wenn ich die da verwende. Ich habe auch wieder das Terra Naturi Shampoo leer gemacht. Das kennt ihr. Das wisst ihr, glaube ich, eh schon auswendig. Ich liebe es. Ich habe ganz, ganz viele Backups, Gott sei Dank. Jedes Mal, wenn es in Aktion ist, nehme ich so 1-2 Flaschen mit. Jetzt habe ich gerade eine Aktion ausgenutzt, wo ich das Shampoo gekauft habe und die Spülung gratis dazu bekommen habe. Also ich liebe das. Ich kaufe es mir immer wieder nach. Ich habe immer eines im Badezimmer auch in Verwendung stehen. Und wenn es leer ist, kommt sofort wieder eins ins Badezimmer. Weil es geht nichts über dieses Shampoo. Das ist das Einzige, wo ich bis jetzt bleibe, sage ich jetzt einmal. So, zigtausend Sachen wieder. Einmal habe ich die Biotherm-Gesichtsmaske, also Tuchmaske, aufgebraucht. Ich fand sie gut. Ich weiß gar nicht, ob ich von der jetzt extra noch ein Backup habe. Aber ich fand die gut. Würde ich mir irgendwann mal wieder kaufen. Aber ich habe heute schon wieder welche vom Action gekauft. Also sollte ich mir vielleicht keine mehr kaufen. Aber ich bin eh so brav beim Aufbrauchen, finde ich. Also kann ich mich nicht beschweren. Noch einmal den Zitrone-Badezusatz. Dann habe ich Augenpads aufgebraucht von Yuti. Das waren die blauen Blitze. Ich finde das Design ja cool von denen, aber ich finde, das stört am Auge total. Also so geil finde ich die ehrlich gesagt nicht. Vom Design her stört es mich, weil diese Zacken fahren mir ins Auge. Also das kann irgendwie nichts. Dann habe ich von Balea die Antifalten Q10 Augenpads aufgebraucht. Ich liebe die. Solche und die von Action benutze ich gerne morgens. Wenn ich wirklich müde bin und überhaupt nicht aufstehen will und aber so einen frischen Kick brauche, haue ich mich meistens in die Dusche und schmeiße mir dann solche eher so Tuch, Vlies, sagen wir jetzt mal, Augenpads drauf. Nicht diese Hydrogel, was ich jetzt die ganze Zeit schon gezeigt habe, sondern eher solche Tuchmasken für die Augen. Beide liebe ich. Habe ich gebunkert, habe ich mir vor kurzem nachgekauft. In Bad Ischl sogar. Ich liebe die. Meinen letzten Melone-Badezusatz habe ich leider leer gemacht. Habe ich geliebt, aber gibt es ja leider nicht mehr. Leider. Die kennt sie ja auch. Die habe ich auch wieder aufgebraucht. Diesmal Gott sei Dank nur einmal. Aber ich gehe halt sehr oft duschen, weil ich meine, in meiner Wohnung hat so viel gerade, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also es ist sau heiß da drinnen.
Deswegen, ja, habe ich das einmal aufgebraucht. Liebe ich, kaufe ich immer wieder nach. Wisst ihr ja eh. Einen Duschschaum habe ich auch leer gemacht von Kneipp. Den mochte ich überhaupt nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich ihn letztes Jahr gerne mochte, aber heuer, ich weiß nicht, was mit dem war. Es kam nicht so ein schöner Schaum raus und es war eher flüssig. Das Ding war urschnell leer. Der Duft hat mir nicht mehr gefallen. Also, ihn gibt es ja nicht mehr. Das war ja eine Limited Edition, steht eh groß drauf. Ich fand das Design damals so schön. Ich hatte den zweimal. Aber ich fand den, jetzt riecht er nach Melone, komischerweise. Aber wie ich ihn verwendet habe, hat er nur nach Minze, finde ich, gerochen. Aber ja, ihn gibt es eh nicht mehr. Aber ich habe ihn leer gemacht. War ich sehr brav. War ich aber extrem enttäuscht, muss ich sagen. Wirklich enttäuscht. Eine Terra Naturi Flüssigseife habe ich auch aufgebraucht. Die sieht so aus. Das ist die Mandel. Die finde ich auch gut, aber ich finde die ein bisschen teuer. Für das, dass ich nicht so lange damit auskomme. Also einmal. Also ich bin jetzt, jetzt haben wir Ende des Monats und ich habe sie jetzt schon komplett weg. Ich habe jetzt eine neue schon drinnen im Seifenspender. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn sie in Aktion sind, würde ich sie mir kaufen, aber so um den regulären Preis nicht. Noch eine Tuchmaske habe ich leer gemacht, die habe ich damals sogar von der Bitty geschenkt bekommen. Die fand ich aber leider auch nicht so gut. Die hat irgendwie nicht auf mein Gesicht gepasst. Der Feuchtigkeitseffekt war jetzt auch nicht so genial, aber ja. Ich war ein bisschen traurig, aber jetzt habe ich sie leer gemacht. Vielleicht hatte ich sie auch einfach schon zu lange, das kann natürlich auch sein, ne? Dann habe ich hier nochmal die Augenpads von Balea leer gemacht. Ich sage ja, in der Früh mache ich die meistens, wenn es so heiß ist, weil es in meiner Wohnung wirklich extrem heiß ist. Die habe ich gemacht im Bad Ischl. Auch die Augenpads, die ich euch vorher, glaube ich, gezeigt habe. Habe ich die schon gezeigt? Ich glaube schon. Die Maske habe ich im Bad Ischl gemacht mit meiner besten Freundin. Wir haben sich totgelacht, wie wir die aufgehoppt haben. Entschuldigung, das war kurz mein Slang, mein Wiener Slang da. Tut mir leid. Ja, die war mega lustig. Das war so eine Folienmaske, aber mir ist die total weggerutscht, weil wir so gelacht haben, weil wir sich nicht anschauen konnten, ohne zu lachen. War mega. Also das erinnert mich voll. Ich habe die heute auch gesehen beim DM und wollte sie mir eigentlich mitnehmen. Und da habe ich erst gesehen, dass das Ding fast 5 Euro kostet. Das kostet 4,45 Euro. Was habe ich mir nur dabei gedacht? Deswegen habe ich sie mir jetzt nicht nachgekauft, weil ich sie jetzt nicht so genial fand, dass ich sie mir unbedingt nochmal nachkaufen würde. Weil für den Preis, Jesus Maria, das war sehr teuer, ne? Mein letzter Minions-Badezusatz war das, glaube ich, jetzt. Mochte ich ja nicht so gerne, leider. Mochte ich wirklich nicht gerne. Ich war heute beim Action und habe mich geärgert, dass ich zu spät gesehen habe, dass diese Disney-Badezusätze in Aktion sind. Vielleicht komme ich noch irgendwann zum Action, bevor die Aktion vorbei ist. Glaube ich aber nicht. Ich habe noch eine Ampulle leer gemacht. Das war die Wake Up Koffein. Ich glaube, von der habe ich jetzt auch keine mehr. Leider. Aber ja, ich hoffe, es kommt bald wieder eine andere Limited Edition raus. Jetzt gibt es ja, wie gesagt, die Niacinamid und die kaufe ich mir auch nach. So. Balea Badezusatz, den You Are My Otter Health. Ich finde den so genial. Ich liebe diesen Badezusatz. Der riecht so geil nach Kokosnuss. Ich liebe den. Und ich habe ihn ja gebunkert, habt ihr ja gesehen. 3 Duftproben habe ich hier auch aufgebraucht. Ich habe einmal den White Tea leer gemacht. Den liebe ich ja. Also ich habe den wieder gesprüht vor einer Kundin, unbewusst. Ich bin hingegangen, habe mich eingesprüht und die Dame war sofort verliebt und hat den sogar gleich gekauft, wie ich den verwendet habe. Also ich liebe den White Tea. Liebe ich wirklich. Würde ich mir auch irgendwann einmal, wenn ich weniger habe, kaufen. Ich habe mir jetzt vor kurzem bei Marionneau gehen die Elisabeth Arden Sachen komplett raus und die haben die Bodylotions zum Beispiel um 16 Euro reduziert. Da habe ich mir auch ein paar gekauft. Und die von White Tea, da habe ich sogar noch die Bodylotion daheim. Die werde ich jetzt bald hoffentlich mal verwenden. Von Valentino habe ich eine Duftprobe leer gemacht und der war echt gut. Mein Freund hat mich jedes Mal angesprochen, wenn ich den oben gehabt habe. Der war wirklich gut. Also der war echt geil. Würde ich mir vielleicht irgendwann einmal kaufen, aber die sind so teuer von Valentino. Von Carolina Herrera, den Good Girl, habe ich auch leer gemacht. Das war der pinke Schuh auf dem Duftstreifen. Ich habe ihn, glaube ich, am Dienstag habe ich den nochmal in einer anderen Filiale probiert. Aber auf dem Streifen gefällt er mir nicht. Aber an mir war er gar nicht so schlecht. Aber das war jetzt keiner, wo ich jetzt sage, okay, bam, ich muss den unbedingt haben. Da wäre eher von den dreien, ja, der Aden und der Valentino. Der eher nicht so. Er war okay, aber hat mich jetzt nicht umgehauen. Den habe ich auch aufgebraucht, wie es ausschaut. Ich habe noch eine Seife leer gemacht. Man sieht, ich habe einen Waschzwang, oder? Aber macht ja nichts.
ich meine, wir sind auch zu zweit, da geht das sehr schnell leer. Und die war Ende des anderen Monats, glaube ich, schon so fast leer. Und dann Anfang des Monats ging die dann leer. Das war eine von Tiki Max und ich habe die geliebt. Ich habe die wirklich geliebt. Und ich habe mir letztens keine neue mehr mitgenommen. Was ich jetzt ein bisschen bereue. Aber ich habe bald Urlaub und werde mal wieder zum Tiki Max schauen. Vielleicht erwische ich die nochmal oder irgendeine andere. Werde ich mir auf jeden Fall noch einmal eine kaufen. Ja, die halten so lange, ich meine, die sind zwar relativ teuer, da kostet eine 4 Euro, aber ich finde die so geil vom Duft her, da zahle ich gerne diese 4 Euro. Obwohl ich vielleicht bei diesen Seifen-Nachfüllbugs bleiben sollte, oder? Wenn wir mal ehrlich sind. Endlich habe ich diese Zahncreme leer. Die hat so lange gebraucht, ich habe keine, normalerweise verwende ich eigentlich eine, weil ich den Geschmack nicht immer morgens und abends haben will, da habe ich so einen kleinen Tick und verwende morgens eine andere und abends auch eine andere. Hoppala. Ja, das mache ich jetzt gerade aktuell und weil die aber so ergiebig war, habe ich das mit der nicht gemacht und jetzt habe ich sie endlich leer. Die war aber gut, die war wirklich gut, die würde ich mir auch wieder nachkaufen. Die war nämlich wirklich gut. Die pinke mochte ich ja nicht so. Ich glaube aber, ich habe aber noch die pinke und die weiße noch einmal daheim. Toll. Ein Trestle Trackle Moon Duschgel habe ich auch leer gemacht. Ich glaube, das war aber schon zu lange offen, weil das hat nicht mehr so gut gerochen wie am Anfang. Ich meine, in der Verpackung schon, aber in Verbindung mit Wasser. Na, jetzt merke ich es auch, warte. Na, das hat irgendwie nicht mehr so geil gerochen. Finde ich schade. Aber, ja, es gibt, das gibt es eh nicht mehr. Das war ja dieses Melon Sorbet Duschgel. Ich habe das als Badezusatz verwendet. Eine Zeit lang habe ich es als Duschgel benutzt. Mir ging es aber dann auf die Nerven, also habe ich es als Badezusatz verwendet. Gibt es ja eh nicht mehr. Würde mir aber extra solche großen gar nicht mehr nachkaufen. Einen Augen-Make-up-Entferner von Estée Lauder habe ich leer gemacht. Den hatte ich im Bad Ischl mit und ich fand den furchtbar. Also im Bad Ischl mich abschminken war die reinste Hölle. Ich bin ja das gewohnt mit meinem, ich zeige euch das, mit meinem Biotherm-Balm. Ich habe in letzter Zeit so eine Phase, dass ich mich mit denen nur noch abschmink. Und wenn ich dann so Reste noch beim Auge habe, mache ich das mit dem Augen-Make-up-Entferner weg. Dieses Ding ist auch komplett leer. Ich habe es geliebt und das gibt es leider nicht mehr, weil das war ein Tester. Bei uns ist das ja komplett rausgegangen, schon vor Jahren, glaube ich. Und ich habe so viele Backups noch. Ich habe auch jetzt wieder eins aktuell angefangen. Suche aber schon nach einem Ersatz. Das von Clinique, das finde ich nicht so gut, weil mir das ein bisschen zu fest von der Konsistenz ist. Ja, aber das von Biotherm liebe ich. Ich habe es bei Nodino noch gesehen, aber ich habe eh noch, wie gesagt, genug Backups. Und den fand ich nicht gut. Ich liebe meinen Clarins Augen-Make-up-Entferner. Ich würde nie wieder einen anderen kaufen. Wirklich nicht. Also den von Estée Lauder mag ich gar nicht. Ich bleibe bei meinen Clarins Augen-Make-up-Entferner. Eine Creme-Maske habe ich auch wieder leer. Die kennt ihr schon von mir. Das war die Lemon Cupcake von Cadea Vera. Ich liebe sie. Also ich habe sie mir auch vor kurzem wieder gekauft. Habe sie eh gesehen. Ein Shampoo habe ich leer gemacht von Syers und ich überlege, ob ich mir das nachkaufen soll, weil meine Haare waren nach dem wunderschön und ich überlege, ob ich es mir kaufe. Ich ärgere mich gerade, weil ich habe die Aktion beim Piper verpasst. Da war, glaube ich, minus 25% drauf. Es hat ein bisschen nach Herrenduft gerochen, aber es war geil. Also ich überlege, ob ich mir das nachkaufe. Aber ich bin mir noch nicht sicher. Was ich noch gern verwende, und das kaufe ich mir eigentlich auch immer wieder nach, ich glaube, ich habe gar kein Backup mehr davon, ich muss mal schauen. Das habe ich eigentlich so gern zwischendurch verwendet, das ist das Tiefenreinigungs-Shampoo von Swissopar. Habe ich jetzt leer und ich glaube, ich habe kein Backup mehr. Das hat sich gereimt. Weil das habe ich mal gebunkert, wie es 95 Cent kostet hat, oder 1 Euro oder so. 95 Cent, glaube ich, hat das mal gekostet und da habe ich es gebunkert. Ich weiß gar nicht, ob es das beim DM noch gibt. Aber bei Müller gibt es das noch. Mal schauen, ob ich mir das nachkaufe. Vielleicht kaufe ich mir da nur eine Flasche mal. Und wenn dann die leer wird, kaufe ich mir die nächste. Nicht so wie früher mit dem Bunker mit den 95 Cent. Sondern vielleicht kaufe ich mir mal eine nach. Weil es geht mir schon ab, ehrlich gesagt. Und der Stefan hat das auch gern benutzt. Ja, es geht mir extrem ab. Ich glaube, ich werde mir das morgen mitnehmen. Ich muss mir das, glaube ich, aufschreiben. Aber das werde ich mir, glaube ich, nachkaufen morgen. Weil ich liebe dieses Shampoo. So für zwischendurch, wenn man oft Haarspray verwendet oder irgendwelche Pflegeartikel oder so, finde ich das gar nicht so schlecht. Das war mega furchtbar. Das war von Action ein Gesichtspeeling von der Marke The Beauty Depth. Ich fand das furchtbar. Ich habe auch gerade aktuell das Kokos und ich mag es überhaupt nicht. Ich finde den Duft von dem Kokos so schrecklich, aber erzähle ich euch dann im Aufgebraucht-Video, wenn ich das mal leer habe. Das war vom Duft sehr gut, aber vom Peeling-Effekt mir einfach viel, viel, viel zu wenig. Ich habe aber leider noch so viele Peelings, das heißt, ja, aufbrauchen, aufbrauchen, aufbrauchen.
Das ging auch urschnell leer. Also das ging so schnell leer, weil ich habe halt ein bisschen... Sorry, ich sollte mal was trinken. Wahnsinn, also... Ich habe das sehr schnell leer bekommen. Also es war nicht so ergiebig und ja... Ich mochte es nicht. Der Duft war genial, die Verpackung ist auch nicht so schlecht, aber ich würde es mir nicht nachkaufen. Weil es mir vom Peeling-Effekt einfach zu wenig war. Ein Deo von Borotalco habe ich aufgebraucht. Da habe ich jetzt noch ein paar Backups. Wenn meine Backups aber leer werden, würde ich gerne mir das von Biotherm nachkaufen. Ich habe das in irgendeinem Video, glaube ich, schon mal erwähnt. Meine Backups brauche ich jetzt davon noch auf. Und wenn ich dann keine mehr habe, werde ich mir das von Biotherm nachkaufen. Das Blaue, das Pure, das war mega. Ich habe auch eins von Naturkosmetik. Das geht gar nicht. Ich überlege, ob ich das eine zurückbringen soll, weil das war noch, ist noch komplett zu. Und das andere, was ich gerade in Verwendung habe, weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Vielleicht verwende ich es im Winter, aber im Sommer ist das kein Deo-Schutz. Nein. Also ich habe das Gefühl, es stinkt dann nach ein paar Stunden nach Schweiß. Also das finde ich gut. Das finde ich wirklich gut. Aber ich mag das von Biotherm halt einen Ticken lieber. Aber ich habe davon noch Backups, die brauche ich jetzt noch auf. Da bin ich brav. Leider sind meine Reinigungstücher von Sephora leer worden, die Melone. Ich habe die geliebt. Ich habe die wirklich geliebt. Ich habe die so gerne verwendet. Ich wollte sie jetzt nicht aufheben für den nächsten Urlaub. Aber ich hätte die gerne wieder. Ich hätte die wirklich gerne wieder. Ich glaube, die sind aber richtig... Ich meine, die waren beim TK Maxx schon teuer für 10 Stück, aber ich hoffe, ich erwische die mal wieder beim TK Maxx. Oder ich versuche mal dort zu bestellen, weil die Tanja hat mir eigentlich erzählt, dass man jetzt nach Wien die Lieferung kriegen kann. Noch einmal eine Ampulle habe ich leer gemacht, eine Glow. Dann habe ich eine Hydrogelmaske aufgebraucht und eigentlich sind da ja so Kaffeeheferl und Donuts abgebildet, aber die hat eher nach Zitrone gerochen, die war so genial, dass ich mir die gleich nachgekauft habe, weil sie nur noch um 1 Euro reduziert war. Also Hydrogelmasken liebe ich. Ich liebe die. Ich mag die sogar einen Ticken lieber als Tuchmasken. Ich glaube, das habe ich im letzten aufgebraucht, wie du schon gesagt hast. Nur brauche ich immer mehr Tuchmasken auf als Hydrogel. Fällt mir auf, weil die Tuchmasken verwende ich nämlich in der Badewanne. Noch einmal eine Packung von den Action-Masken. Dann habe ich nochmal eine Balea-Crememaske aufgebraucht. Die fand ich aber ehrlich gesagt nicht so berauschend. Ich bin gespannt, wie die Kokos-Variante davon ist, aber da war ich ein bisschen enttäuscht. Egal. Und jetzt habe ich es mal bunkert. Habe ich mir eh schon was gedacht, dass das passiert. So, ich habe mal die Tüte ausgeräumt. Es sind noch einige Dinge, die leer worden sind. Ich habe mein Serum aufgebraucht. Habe aber sehr viele Proben von Serum auch noch leer bekommen, weil ich in letzter Zeit so voll auf den Gesichtspflegetrip bin. Und ich liebe dieses Serum von Clarins. Ich habe leider noch genug andere Serum, die ich jetzt mal leer machen müsste. Sonst würde ich mir das sofort nachkaufen. Das ist so ein ganz, ganz flüssiges, ich weiß nicht, ob man das sieht, das ist ein sehr, sehr flüssiges Serum, das man schütteln muss. Und es ist extrem feuchtigkeitsspendend. Ich benutze es, glaube ich, schon seit einem Monat und ich habe gemerkt, dass meine Haut besser war. Ich meine, nach einer Zeit, heute habe ich das nicht, aber in der Arbeit, ich glaube, das ist die Klimaanlage, fängt so mein Make-up an zu bröckeln. Ich habe erst gedacht, das ist wegen dem Serum, aber ich glaube, das ist wegen der Klimaanlage. Weil heute ist es nicht so. Und ich finde, es hat sich das Make-up auch viel, viel besser nach der Routine, die ich halt verwendet habe, verteilen lassen. Ich liebe das. Ich liebe das. Und in Kombination mit der Creme von Rituals, mit dieser 30er Lichtschutzfaktor-Creme, war das mega. Also das kaufe ich mir auf jeden Fall nach, aber ich muss bis dahin ein bisschen meine Serum minimieren. Also vorher darf ich mir das einfach nicht nachkaufen, weil ich habe noch so viele. Ich habe, glaube ich, noch das Double Serum von Clarins. Dann habe ich, glaube ich, noch das Ordinary habe ich noch und irgendwas noch, glaube ich. Muss ich erstmal was verbrauchen. Das habe ich auch leer gemacht von Holiker. Holiker, glaube ich, war das, oder? War das von Holiker, Holiker? Nein, hoppala. Da steht die Marke, ich kann das nicht aussprechen. Hier steht die Marke. Ich habe das aufgebraucht, mochte es aber nur so semi. Es war einfach viel zu groß. Ich habe das damals auch in Budapest gekauft. Da
das war viel zu groß, das Ding. Es ist mir auch kaputt gegangen, es ist aufgebrochen. Ich habe das jetzt zugeklebt, damit ich es euch zeigen kann beim Aufgebraucht-Video. Ich habe den Rest in eine Plastikschüssel gefüllt und habe es halt dann noch aufgebraucht. Ich habe versucht, den Rest rauszukratzen, aber es ging halt nicht so leicht raus. Wir haben jetzt aber bei Müller, gibt es jetzt koreanische Tuchmasken und Gesichtspflege. Und da gibt es die Aloe Vera in klein. Und ich überlege, ob ich sie mir kaufe. So in der Größe würde ich es mir nicht nochmal nachkaufen, aber ich glaube, ich werde es mir in klein nachkaufen. Ich überlege schon seit 2 Tagen, glaube ich, ob ich es mir nachkaufe oder nicht. So, von Isana habe ich noch ein Duschgel leer gemacht. Das war das Joghurt und Fruit. Früher hat das Vitamin geheißen, oder? Ich habe das auch geliebt. Aber da habe ich jetzt auch noch ein Backup, also brauche ich dem auch nicht hinterher trauern. Da habe ich Gott sei Dank noch ein Backup. Und ich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, dass ich nicht in Österreich drankomme. Das Melone fand ich schlimm, dass ich damals nicht das bekommen habe, aber ja, mein Gott. Es gibt so viele andere Duschgele, die ich mir kaufen kann, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe eine Maske aufgebraucht von Oliveda, Gott sei Dank. Ich habe auch passend dazu das Serum leer bekommen. Ich würde mir ehrlich gesagt keine Oliveda-Produkte mehr kaufen. Also die Gesichtspflege mag ich nicht. Den Badezusatz mag ich, das Olivenöl finde ich super. Aber Gesichtspflege würde ich mir nicht mehr kaufen. Ich mag diesen Duft einfach nicht davon. Ihr wisst, ich bin ein Duft-Junkie und ich mag den Duft einfach nicht von dem. Das war eine Black-Olive-Maske und ich habe echt kämpfen müssen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, diese eher so echt eklig von der Farbe gewesen. Und der hat richtig nach Oliven gerochen und ich mag eigentlich keine Oliven. Ja. Ich habe die mir damals nur gekauft, weil sie falsch bestellt wurde von einer anderen Kollegin und deswegen habe ich sie mir dann gekauft. Aber ich würde sie mir nicht nachkaufen. Diese Matcha-Reihe würde mich extrem interessieren. Es gibt eine Matcha-Honey-Maske und ich muss schauen, ob ich mir die bestellen kann. Weil die würde mich extrem interessieren. Aber die Olive würde ich mir nicht nochmal nachkaufen. So wie das Serum, das habe ich jetzt nur geschenkt bekommen. Ich habe mir das nie selber gekauft, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich würde es mir auch ehrlich gesagt nicht nachkaufen. Vom Effekt finde ich es gut, aber ich kann einfach den Duft nicht leiden. Es ist einfach so. Ich mag einfach den Duft nicht. Es gibt von mir eine Bekannte, die liebt das. Der habe ich auch mein drittes Backup geschenkt, weil sie sich sowas nicht selber kaufen würde. Und ich wollte ihr eine Freude machen, weil sie backt immer und gibt mir immer so viel Kuchen und so. Und deswegen habe ich ihr eine Freude machen wollen und habe ihr mein drittes Backup geschenkt. Und ich bin froh, dass ich das jetzt leer habe und dass ich keines mehr als Backup habe. Noch ein paar Proben und so habe ich auch leer gemacht. Einmal von Dior eine Probe, von einem Serum. Ich fand das sehr stark parfümiert und mochte das vom Duft gar nicht. Also ich finde das ein bisschen zu stark parfümiert. Ich liebe Sachen, wenn die duften, Gesichtspflege und so, aber das war ein bisschen heftig. Und es ist sauteuer, also würde ich mir das niemals nachkaufen. Dann habe ich ein paar Serum leer gemacht, also 3. Das waren Proben von der Vivi, die hat sie mir vor kurzem erst geschenkt und ich habe sie schon leer gemacht. Ich war brav. 2 mal von, ich weiß jetzt die Marke nicht mehr, die stand da irgendwo drauf. Mison, glaube ich, heißt das. Sieht so aus. Einmal so ein grünes habe ich leer gemacht. Und einmal ein blaues. Hat mich aber jetzt nicht so vom Hocker gehaut, dass ich mir das, das sieht man nicht mal. Hat mich jetzt nicht so vom Hocker geschmissen, dass ich es jetzt unbedingt nochmal haben wollen würde. So wie das nicht. Ich weiß gar nicht, woher ich das habe. Das war auch ein Serum, habe ich auch leer gemacht. Ich hoffe, das war ein Serum. Oh ja, Facial Serum, ja. Dann habe ich ein Serum heute leer gemacht. Das war so krass. Das hat so geschäumt. Ich habe den Rest weggekippt. Normalerweise mache ich das nicht, aber ich konnte diese Probe nicht aufbrauchen. Das habe ich von Marionneau geschenkt bekommen als Probe. Nein, furchtbares Ding. Furchtbar. Würde ich mir niemals nachkaufen. Niemals. Das fand ich ganz, ganz schrecklich. Nein. Eine Maske von Primark habe ich leer gemacht. Die fand ich jetzt auch nicht so besonders sexy. Die hat geschäumt. Die Verpackung war mega schön, wenn ihr das seht. Aber ich habe die auch niemals wieder gesehen. Also sie war okay für einmal benutzen, aber ja, war jetzt nichts Besonderes. Dann habe ich nochmal Hydrogel-Augenpads leer gemacht von Balea. Ihr wisst, die liebe ich. Noch einmal eine Lippenmaske Kirsche. Dann habe ich hier eine Probe aufgebraucht von Lancôme. Das war die Hydrazen-Gesichtspflege von Lancôme. Das war auch das Gel. Das war gut. Das fand ich echt gut. Also das fand ich nicht schlecht. Aber ich war jetzt nicht so oberbegeistert, dass ich mir das jetzt nachkaufen würde. So geil fand ich es jetzt auch wieder nicht.
Es war jetzt nicht enttäuschend, aber es war jetzt nicht so, dass ich mir denke, okay, das muss ich mir sofort nachkaufen. Noch einmal Reinigungstücher habe ich leer gemacht. Eine Sephora-Gesichtsmaske, also so eine Face-Tuchmaske. Die mochte ich leider auch nicht. Die hat nicht auf mein Gesicht gepasst. Ich habe die komplett bei den Haaren so drauflegen gehabt. Dann musste ich danach meine Haare waschen. Also die fand ich leider nicht so gut. Leider. Noch einmal Augenpads, das waren die, die ich in Bad Ischl aufgebraucht habe, die Balea. Die habe ich mir jetzt auch wieder nachgekauft. Eine Lippenmaske, ich weiß nicht, ob man da die Lippe ein bisschen erkennen kann, vom Bieber. Die fand ich überhaupt nicht gut. Ich habe zwei Lippenmasken nämlich verwendet dieses Monat und ich habe meine Lippen komplett brannt. Deswegen habe ich erst Ende des Monats so viele Lippenmasken benutzen können. Dann habe ich hier noch eine Duftprobe, weil wir gerade beim Duft sind, nehmen wir gleich die Make-up-Sachen auch dazu. Eine Duftprobe habe ich noch leer gemacht und in den Duft habe ich mich wirklich verliebt. Also das wäre auch einer von den wenigen, den ich mir nachkaufen würde. Der war wirklich gut. Ich werde mir das Katerl von dem aufheben. Aber nur das Katerl, nicht den Flakon, sondern nur das Katerl. Den würde ich auch gern haben. Bleiben wir noch bei Parfum und ich schließe dann gleich Deko mit ein. Ich habe zweimal einen Duft leer gemacht von Lancôme. Der Stefan war mega begeistert, wenn ich den drauf gehabt habe. Ich weiß aber nicht, ob ich mir den jemals nachkaufen würde. Sage ich euch ganz ehrlich. Also, ich bin mir nicht sicher. Da bin ich mir wirklich nicht sicher. Er riecht urgut, aber ich weiß nicht, ob ich mir... Ich meine, ich habe so viel. Bei dem habe ich jetzt nicht so diesen Wow-Effekt. Das ist nur, wenn jemand anders mir gegenüber den Wow-Effekt hat, weil der Stefan hat bei dem und bei dem Valentino-Duft gesagt, dass ich so gut rieche, jedes Mal, wenn ich den drauf hatte, jedes Mal. Und da denke ich mir auch so, da will ich irgendwie schon, dass derjenige mich gerne riecht, aber ich weiß nicht, ob ich mir den dann kaufen würde. Wenn ich vielleicht weniger Düfte hätte, dann ja, aber so, nee, eher dabei nicht. Also dabei ehrlich gesagt nicht. Dekorative Sachen. Ich habe einmal den Nagellack-Schnelltrockner, ihr wisst, was ich meine. Express Nail Dry Spray. So, habe ich einmal leer gemacht. Ich habe nicht oft die Nägel lackiert. Heute war ich Nägel machen, deswegen ein bisschen nicht lackiert. Ich bin sehr schleißig gewesen den Monat, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich war irgendwie zu faul. Ich war einfach zu voll. So, drei Make-up-Sachen haben wir noch. Ich habe einmal die MAC-Mascara leer gemacht. Die mochte ich leider gar nicht. Die mochte ich wirklich überhaupt nicht. Ich bin so froh, dass das Ding leer ist. Ich weiß gar nicht, ob ich sie zu Back to MAC tragen kann. Müsste ich probieren, aber ich bin mir nicht sicher, weil das so eine Sondergröße war. Müsste ich den Julian fragen, ob ich das kann. Aber ich werde es mal aufheben. Schon sagte sie das und schmeißt sie da rein. Noch zwei. Ich habe meinen Clinique Augenbrauenstift aufgebraucht. Der ist komplett leer. Man sieht nichts mehr. Das war die Nummer... Wo ist es? 02 Soft Brown. Werde ich mir aufheben, weil ich überlege, ob ich mir... Achso, brauche ich gar nicht aufheben. Ich habe die Nummer eh... ich habe da ein Foto gemacht noch und habe den... Hab vor, mir den nachzukaufen. Jetzt habe ich ja noch den von Lancôme und den gibt es ja nicht mehr, leider. Dann ist leider mein Bananenpuder von Too Faced leer worden. Den traue ich auch hinterher. Ich habe nämlich vor, das zu waschen und mir dann den Spiegel in die Handtasche zu geben, weil da halt auch eine Banane mit einem Tütü drauf ist. Ne? Das muss man aufheben. Und ich finde auch die Verpackung generell wunderschön. Deswegen werde ich das sauber machen und werde es mir aufheben. Der Stefan hat auch zwei Düfte endlich leer gemacht. Ihr habt es euch nicht vorstellen können, wie mich das genervt hat, weil die zwei noch in meiner Wohnung standen sind. Da war so ein Futzellackerl war noch drin und er wollte das einfach nicht aufbrauchen. Ich habe ihn so lange genervt, bis er das jetzt gemacht hat. Das ist von Armani der Diamonds für Herren. Einmal in klein und einmal hat er den Tester von mir gekriegt. Dann habe ich in der Arbeit gefragt, ob ich ihn haben darf. Hat er beide leer gemacht. Er liebt diesen Duft, er trägt eigentlich hauptsächlich nur den Duft. Mit dem habe ich ihn auch kennengelernt. Ich glaube, da kommt nichts mehr raus. Na. Jetzt bei dem. Also da denke ich automatisch an ihn, wenn ich den rieche. Ihm steht er auch extrem. Aber ich habe halt, habe ihn halt ein bisschen so angesteckt mit neue Düfte probieren. Er hat trotzdem noch den in Hülle und Fülle zu Hause und er wird ihn trotzdem weiterhin verwenden. Aber er hat zwei endlich leer. Und er benutzt auch sehr gerne den goldenen Hugo Boss. Er mag aber einen anderen auch noch sehr gern von Hugo Boss. Ich hoffe, dass ich euch den mal irgendwann zeigen kann, weil er ist sehr schleißig mit dem Aufbrauchen von Düften, sage ich jetzt mal. Ich habe noch zwei Proben leer gemacht. Einmal von Cadea Vera das Reinigungsgel.
furchtbares Ding. Ganz furchtbar. Ich hoffe, ihr könnt es irgendwie erkennen. Das war ganz schrecklich. Ich weiß nicht, ob das zu lang offen war. Ich habe das damals im Urlaub mitgehabt, glaube ich. Oder beim Stefan habe ich das mitgehabt in der Wohnung. Ganz grauslich. Die Konsistenz war furchtbar. Würde ich mir niemals in Original nachkaufen. Niemals. Seht ihr nicht alles von der Eigenmarke? Finde ich gut. Das fand ich auch nicht gut. Das war von Rituals das Glow Anti-Aging Serum. Ich fand die Konsistenz auch so furchtbar von dem. Ich weiß nicht, was mit dem Zeug los war. Aber ich fand die Konsistenz ganz schrecklich. Deswegen habe ich es auch gar nicht aufgeschnitten, weil ich mochte es überhaupt nicht. Würde ich mir auch nicht nachkaufen. Was ich gut fand, was ich sehr gut fand, war von Coris die Body Lotion in Coconut Water. Das war jetzt der Tester. Deswegen habe ich ihn nicht aufgeschnitten. Von dem war auch die Konsistenz leider schon ein bisschen komisch. Also jetzt ist auch der Geruch schon ein bisschen eigen. Aber ich habe Gott sei Dank noch ein Backup und ich habe mir das Duschgel vor kurzem gekauft. Also ich weiß nicht, ob ich das heuer noch benutze, weil eigentlich passt ja eher im Sommer. Mal schauen, ob ich das noch verwende. Aber die war echt gut. Ich bin froh, dass ich noch ein Backup davon habe. Rituals habe ich mega viel aufgebraucht. Eigentlich die ganzen letzten Sachen, die ich jetzt leer gemacht habe, sind nur noch von Rituals. Zweimal habe ich von der Ayurveda-Serie habe ich zweimal den Duschschaum leer gemacht. Ich muss leider sagen, ich komme mit diesen Duschschäumen nicht lange aus. Weil ich habe auch von Rituals of Mehr auch den Duschschaum aufgebraucht. Könnt ihr euch das vorstellen, wie viel Duschzeug das war in dem Monat? Also, Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich habe da so meine Routine. Ich benutze mehrere Duschgele gleichzeitig. Weil da mache ich ja noch ein Peeling, dann benutze ich noch ein Duschgel. Ich weiß, ich bin ungestört, aber hinterfragt sich, das ist meine Duschroutine. Ja, jeder hat seine eigene. Heute kann ich mich schon freuen, weil ich darf heute wieder ein Peeling machen. Da freue ich mich schon drauf. Also drei Dusch, vier insgesamt habe ich ja eigentlich leer gemacht mit dem vom Kneipp. Also, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich mit denen nicht so lange auskomme. Aber ich würde sie mir trotzdem nochmal nachkaufen. Der war ja, am Anfang habe ich mich nicht so anfreunden können mit dem Ritual of Mare, weil der eher so, da steht Sweet Orange und Cheddarwood drauf. Also das finde ich sehr, sehr holzig. Aber ich habe ihn am Schluss wirklich gerne benutzt und ich war relativ traurig, wie er dann leer gegangen ist. Den hatte ich ja in diesem Kalender drin, wenn ihr euch erinnern könnt. Den würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen, so wie den. Also ich glaube, ich werde mal alle Duschschäume durchprobieren, aber die rote Serie gefällt mir urgut. Die rote Serie finde ich mega gut. Ich habe da ja mehrere Sachen gehabt. Ich habe da noch vier weitere Produkte leer gemacht. Das Shampoo, danken Stefan, weil sonst hätte ich das, glaube ich, niemals leer gekriegt. Das war von, auch von der Ayurveda-Serie, das habe ich mal von der Vivi zum Geburtstag geschenkt bekommen. Für meine Haare war es leider nichts. Es hat mega geil gerochen, aber für meine Haare war es leider nichts. Ich kann mir das nicht nachkaufen, weil meine Haare waren sofort fettig danach. Sie haben sehr stumpf gewirkt, irgendwie, ich weiß nicht, war das leider nicht meins. Was mich mega traurig macht, weil ich es eigentlich sehr gerne verwendet habe, wegen dem Duft. Aber ja, noch drei Sachen von da Ayurveda, aber ich habe das Ritual of Karma Peeling ja auch noch leer gemacht, also sehr Rituals-lastig, aber ich habe echt einen Hype und eine Sucht von den Produkten entwickelt, sag mal so, ja, ich glaube. Deswegen habe ich von der Ayurveda-Serie sehr viel verwendet und ich habe davon noch eine Bodycreme, habe ich gesehen, Gott sei Dank. Weiß noch nicht, wann ich die verwende. Ich habe nämlich noch eine Bodylotion leer gemacht, also Bodycreme, die habe ich auch aufgeschnitten, wie ihr sehen könnt, damit ich alles rauskriege. War mega gut. Ich habe, wie gesagt, alles von Ayurveda geliebt. Das Öl habe ich auch leer gemacht. Da sehe ich gerade, dass da noch was drin ist. Finde ich ja gar nicht cool. Ich glaube, das werde ich mir noch in die... Immer am Ende des Videos fliegt mir irgendwas runter. Fällt mir auf. Da werde ich, glaube ich, noch den Rest, wenn ich mich nicht irre, noch rausfriemeln. Boah, ich habe den Duft so geliebt. Das Öl war auch so endgeil, das kann sich keiner vorstellen. Aber es ging auch so schnell leer. Das ging auch so mega schnell leer. Ich habe das auch geschenkt bekommen. Ich finde es schade, dass ich damals der Lin jetzt das Kleine gegeben habe. Ich meine, ich hoffe, die Lin hat schon benutzt, aber jetzt traue ich den ein bisschen hinterher. Ich hätte das gerne noch einmal. Also das Duschöl hätte ich gerne noch mal. Ich war vor kurzem erst im Witchbus, aber ich habe nichts für mich gekauft, sondern ich habe ein Geburtstagsgeschenk gekauft für jemanden. Ja. Dann habe ich noch das Peeling passend dazu aufgebraucht. Das habe ich auch geliebt. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass es bei mir so einen kühlenden Effekt gemacht hat. Ich weiß nicht, ob es nur bei mir war. Aber ich hatte echt so das Gefühl, dass das so einen kühlenden Effekt hinterlassen hat. Jetzt riecht es mehr nach Rose. Finde ich jetzt nicht so geil. Aber ich
ich liebe die Peelings. Also die Peelings im Tiegel von Rituals finde ich gut. Werde ich mir auch nachkaufen. Aber das hier fand ich nicht gut. Das war vom Peeling-Effekt viel zu lasch irgendwie. Das war viel zu wenig. Vom Duft her habe ich es geliebt. Ich habe es auch aufgeschnitten, weil ich es vom Duft her einfach mega fand. Aber vom Peeling-Effekt fand ich es sehr schlecht. Vom Peeling-Effekt war es wirklich schlecht. Ich habe es geschafft. Stolzer kann ich auf mich, glaube ich, gar nicht sein. Jetzt ist gerade die Sonne verschwunden aus irgendeinem Grund. Ja. Ich bin so happy, dass ich so viel leer gemacht habe. Ich hoffe, dass nächsten Monat... Ich sage ja eigentlich immer am Ende des Videos, ich werde nächsten Monat sicher nicht so viel leer kriegen, aber ich glaube, nächstes Monat wird es den Rahmen, glaube ich, komplett sprengen. Weil ich halt viele kleine Sachen aufbrauchen will. Weil ich halt vieles auch verbrauchen will erstens einmal. Um es euch auch zu zeigen. Und ich finde das so cool, dass ich in letzter Zeit so wirklich dahinter bin, die Dinge leer zu machen. Ich kriege täglich mindestens 2 bis 3 Sachen leer und ich finde das gut. Bei der Menge, die ich habe, finde ich das wirklich gut. Und ich freue mich drüber. Ich freue mich wirklich drüber. Und viele Dinge würde ich ja sowieso nachkaufen. Also ich bin stolz auf mich. Oh, stolz, was war das? Ich bin auch sehr stolz auf mich, dass ich keine Duschschäume mehr habe, außer einen, den Ritual of Sakura habe ich noch. Den hebe ich mir immer noch auf. Und ich habe mir 2 nachgekauft von Body and Soul. Einen habe ich auch schon in der Dusche stehen, den finde ich aber jetzt nicht so genial. Aber schauen wir mal, ob sich meine Meinung ändert. Weil bei mir ging es ja mit dem Ritual of Mare auch so, dass ich den nicht so gut fand, aber eigentlich war er gut. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich habe ziemlich viel gelabert. Wirklich ziemlich viel gelabert. Ja, ich kann nicht mehr reden. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gelabert. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal was von Rituals ausprobiert habt. Aber ich bin hin und weg von Rituals. Ich kann nicht mehr. Ich will unbedingt mehr von Rituals haben. Aber ich muss mich ein bisschen zusammenreißen und auch meine alten Sachen aufbrauchen, die ich noch in... Boah, ich habe, glaube ich, 1 Stunde ein Video dreht nach Servus. Ich will auch meine anderen Sachen natürlich auch nicht vernachlässigen. Und ich habe noch viele Dinge, die ich leer machen muss. Also... Aber Rituals hängt echt hinterher, also da hänge ich echt dran, weil ich liebe die Sachen. Hätte ich mir nie gedacht, weil die auch echt teuer sind, aber sie sind wirklich gut. So, ich beende jetzt das Video und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bye!